Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen den LS22 auf der Riedberge. Wir wollen düngen. Ich hoffe, es bringt was. Hier machen wir direkt mal deaktivieren. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Bodeninformation gekauft? Ich glaube ja. Ja, wir haben einen neuen Dünger, den wir jetzt erstmal kurz senken müssen, damit wir hinten das Fenster zu kriegen. Das ist doch ein bisschen kriminell. So, dann gucken wir mal. Zwar habe ich jetzt mal hier, ob es noch keine wird erkannt. Oh, was ist denn hier mit den Kollegen los? Wir haben ja bald kein Diesel mehr. Haben wir hier auch irgendwo noch eine Tankstelle? Aha. Das heißt einfach nach links, dann in rechts, dann nach links wieder. Links, links, rechts. Kreisverkehr. Okay. Ja, da müssen wir erstmal tanken fahren. Ich habe noch keine Hoftankstelle. Die wird aber auch noch besorgt. Das muss ich ehrlich sagen. Das macht Sinn. Beim landwirtschaftlichen Hof, dass man sowas dabei hat. Weil sonst geht die Reise rückwärts, ne? Ja, da sehen wir doch mal wieder ein bisschen was von der Karte. Ja, hier ist auch der Fauxpas des Jahrtausends hier. Oh, die Ballen müssen wir noch wickeln. Die haben mich schon wieder verdrängt. Die hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, ist das schon hier. Ach, ja, gefällt mir wirklich gut. Also wirklich hat er eine sehr gute, tolle Map gebaut. Auch hier noch mit so Schuppen drin und ach, schön. Unterstände. Dass man da auch mal noch irgendwas zwischenlagern kann, finde ich nämlich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Hier ist noch ein alter Schuppen. Ach, schön. Ja, muss nicht immer alles hier so neu sein und wie auch immer, mir gefällt das. Und wenn ich jetzt mal so sehe, ich glaube, warum sind das? Also wenn die Scheune nicht im Haus integriert ist, dann ist die, dann sind die alle aus Holz. Und hier ist selbst gebaut, obwohl das ist, also man sieht schon, das ist kein Gebälk richtig, das ist irgendwie so Tanne oder Fichte und die Dinger stehen jetzt schon. Seit den 60ern, seit den 70ern. Mal so war das. Ne? Dann oh, dann wieder ein teurer Spaß. So. Ach, geht ja. Geht ja. Hier ist ja der Sprit billiger wie in Real. Kann man ja mal ganz getrost sagen. Ja, auf jeden Fall hier sehr schön gemacht. Ja, ich finde es klasse. Ich finde es einfach nur klasse. Wunderbar. Aber er fährt die Fahnen hier langsam in den Kreisverkehr ran. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ist ja auch mal eher so. So selten. Ja, die Wiesen, die sind schon so weit.
Oder wir haben jetzt um 19 Uhr Wachstumsstufe drauf. Das kann natürlich auch sein auf der Karte. Und dann wäre mein ja jetzt auch so weit. Sag ich jetzt mal. Gucken wir mal. Gucken wir uns die Sache mal an. Mal kurz. Da ist er wieder. Muss man gerade ein bisschen hüsteln. Ach, ist herrlich. Herrlich. Ja, die hat mir gesagt, mach mir erstmal nichts, weil Bill. Ich weiß nicht, ich glaube, von Hedder Wiese hatte ich noch gar keine Laborwerte gekauft, oder? Nee. Können wir das schnell noch machen? Also ich fahre nicht hier mit dem Ding rum, ja, dafür gibt es Labore. Da kann man, sag schon hier, da kann man eben sich da so zack, Bodeninformationen kaufen. Oh, gut, für 3 Scheine hätten wir auch selber Kreise machen können, boah, das ist klar. Man sollte überlegen, ob man da nicht vielleicht sogar. Das sind 2 Felder, die er jetzt gemacht hat. Okay. Ja, Stickstoffbrauer. Ich glaube, nicht zu knapp. Hier machen wir richtig was drauf. Hier machen wir richtig was drauf. Wollen wir mal kicken, mal das so sagt. Also kann mir auch jeder sagen, weil ich finde das ja gar nicht so schlecht, auch mit den Wiesen so, so muss man mit den Bäumen da fahren. So kann ich das auch irgendwie. Aber nur schön Apfel- und Pflaumenbäume. Noch als Kinder manchmal den Arsch gehauen gekriegt, Junge, da die sich den halben Baum rein gepfiffen hat, damit das. Tanten, Angel waren da nicht amused. Warum auch immer. Geschmeckt hat es. Oh. Ja, wir brauchen definitiv Dünger. Gut, waren glaube ich nur 750. Fand ich jetzt mal nicht schlecht. Ich muss mir nur noch was einfallen lassen hier mit dem Muten. Knopf, das hört sich ja an. Ich denke mal, das wird man auch eben gehört haben. Ja, da lassen wir uns doch gerade noch was liefern. Noch 7 Uhr mit einer engen Kiste. Warum kann man eine Maschine nicht einstellen, dass man direkt mal ein paar braucht? Man investiert schon einiges so zum Düngen, finde ich. Das sind es mal 4.000, das sind 5.600 €. Und das Land ist in einem desolaten Zustand, also düngungstechnisch. Sehen. Und somit dann auch natürlich ertragstechnisch gesehen. Fände ich jetzt wesentlich besser,
da schon mal vorgearbeitet worden wäre. So. Aber gut. Aber man muss halt am Anfang auch ein bisschen investieren. Das ist halt so. Jetzt müsste ich mal gucken. Wir werden ja mit Sicherheit hier auch irgendwo so eine Kalkstation haben. Da muss man mit meinem Hänger losfahren. Wir müssen uns mal ein bisschen Kalk besorgen. Ich nehme an, der pH-Wert, der ist auch nicht, soll ich sagen, der beste. Ja, hier geht halt einiges drauf, ist halt so. Ist halt am Anfang. Aber ich finde schon, der Dach ist schon wichtig. Sollte man schon drauf achten. Gerade auch hier so mit Precision Farming. Finde ich das schon eine ganz, ganz gute Sache. Deko-Blume, die sind doch jetzt auch bald fertig, wenn ich hier nochmal richtig in die Ecke fliege. So, dann machen wir bitte voll hier. Vier Paletten sind nichts, so wie man sieht. Wenn man jetzt mal hier ein Resultat haben will, ein vernünftiges. Das ist natürlich die Frage. Also hört sich gut an. Ich finde den Sound für die Klasse. Hoppa, hier sind wir wieder ein bisschen zu weit. So.
Gut. Meine Freunde, das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Wir gucken. Wann es kommt, weiß ich noch nicht. Muss mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Habt eine schöne Zeit. Vielen Dank. Bis dann.